Willkommen zurück zu XCOM 2. Beim letzten Mal hatten wir wieder eine very difficult Mission gehabt und diese Mission war am Anfang etwas schwerer aussehend, als sie in Wirklichkeit war. Wir mussten eigentlich nur ein gewisses Gerät erreichen und sicherstellen, dass es keinen Schaden nimmt. Wir mussten es nicht wirklich bewachen. Aber das Gute ist, wir haben Supply Drop. Ja, stimmt, wir wollten definitiv noch diesen einen verdammten Soldier mitnehmen. Und das will ich jetzt auch als erstes machen. Aber wir haben auf jeden Fall einige interessante neue Gegner gesehen gehabt. Und nur einer wurde verletzt kurz vorm Ende von einem Heavy Lancer. Das klingt, denke ich, in Ordnung. So, wir haben Stealth dazu bekommen. Und zwar, the ground nearby was littered with shell casings and scorched from the impact of energy weapons. While examining the seemingly desolated area, a lone veteran who had come to the scene with salvage for barter approached our squad hoping to do business. It took very little convincing for them to join our ranks. Them? Okay. Okay. Awaiting orders in the armory. Das gucken wir uns gleich genauer an. So, ich denke, Supply Drops wären nicht unbedingt falsch. Sind noch für 3 Tage. Ich denke, wir müssen sogar Supply Drops machen. Einfach damit wir ein bisschen mehr Knete reinbekommen. Dann können wir nämlich überlegen, ob wir tatsächlich dann das Waffen-Upgrade uns schon holen. Und was ist da oben noch? Auch Supplies, okay. Ja, schön, das nehmen wir alles mit. Und damit haben wir das. Sehr gut. Wir fliegen auch gar nicht großartig zurück. Neue Sachen auch da wieder. Sehr schön. Kannst du haben. Ah, gibt es irgendwas, was wir beachten müssen? Ich denke, wir gehen mal ganz kurz raus wieder. Wir haben 516. Wir wissen, Rekrutierungskosten sind verdoppelt. Sollten also etwas sein, was wir aktuell nicht machen sollten. Ghost. Hello, Ghost. Du hast ein paar Sachen, die du bekommst. Du bist nämlich... Oh, du bist schon hier unten. Holy shit. Auf jeden Fall haben wir hier einen weiteren Ranger. Ich weiß leider nicht, was uns das hilft. Ich meine, ich kann verstehen, wenn man sagt, der bleibt Phantom. Die Gegner gehen dann vermutlich hin und wissen nicht, dass er weiterhin da ist. Das heißt also, gerade wenn man sagt, halt, der kriegt noch 25% Aim dazu und Critical Bonus noch oben drauf, dass wenn man die irgendwie schafft zu flankieren. Immediate end of concealment once per mission. Das heißt also vermutlich... Das ist eine gute Frage. Also ich gehe mal davon aus, dass es dann eine extra Fähigkeit ist. Also ich kann schon sehen, warum das clever ist. Jedoch muss ich ganz echt zugeben, dass ich in den meisten Fällen es nicht gebrauchen kann. Vor allem auch, weil mein großes Problem immer ist, dass spätestens wenn ein Gegner schafft, dich zu flankieren, wenn auch unbewusst, Concealment E flöten geht. If you score one or more kills on your turn, you are granted a single bonus move. Also, ich kann schon definitiv verstehen. Man sagt halt, hey, die Gegner fangen an zu kämpfen. Der bleibt weiter im Concealed, könnte also Leute flankieren. Er hat eine verbesserte Chance, Gegner dann auch noch zu treffen, während er flankiert. Und dann hat er die Möglichkeit, sofort wieder hinzugehen. Das heißt, er könnte halt Phantom sein, treffen, umbringen, kriegt mit Emplaceable die Möglichkeit, nochmal was zu machen, könnte wieder Concealed gehen, die Gegner wüssten nicht, wo er ist. Ich kann schon verstehen, dass es gar nicht so falsch ist, aber... Ich bin dann doch nicht der größte Fan davon. Dann auch zum Beispiel Deep Cover in der Hinsicht ist nicht so interessant, meines Erachtens wiederum. Und letzte Fähigkeit kennen wir nicht. Also ich denke, ich werde dann doch auf der Ecke bleiben. Vor allem auch gerade, weil sowas wie Shadow Steps super wichtig sein kann. Run and Gun. Blade Storm. Und was war Untouchable? If you score a kill during your turn, the next attack against you during the enemy turn will miss. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Okay, damit haben wir einen weiteren Soldaten. Sie ist bald fertig. Beide sind sogar gleich fertig mit ihrer Sache. Aber wir machen jetzt erstmal noch hier weiter. Die Frage ist, was wir hier weitermachen. Je fast es uns Wurst. Ich denke, wir sollten jetzt langsam hier übergehen. Allzu viel mehr weiß ich auch jetzt nicht, was wir machen sollten, außer Supplies weiterfarmen. Aber wenn wir ganz ehrlich sind... Ich meine, wir könnten noch maximal eine Sache gucken. Und zwar, wenn wir das haben, gehen wir 250 nochmal obendrauf aus. Das heißt, wir hätten bessere Waffen am Start. Ich denke, das sollten wir jetzt machen, jetzt gerade, wo wir das Ganze haben. Vielleicht machen wir das wirklich mit beiden in Kombination gleich.
Beziehungsweise gucken wir nochmal die andere Richtung. Und zwar im Proving Grounds. Da können wir auch nochmal gerne gucken. So why the sudden change of heart? Like most people, I wanted to believe that the aliens were legitimately interested in peace. Although they left me little choice when it came to working with them, I admit, I was drawn to the sense of normalcy they offered. It was a mistake. You should have known better. The aliens would never have come here if they wanted peace. As I said, it was a mistake. One I hope to atone for through my efforts with XCOM. Then I'd say you've got your work cut out for you. Stunlancers, Illyrium Core, Alloys, Dings, das könnte man sogar machen. Wir haben 10 Cores. Und dann gleichzeitig gibt es auch noch diese eine Sache hier. With the number of machinized units Advent has available to throw at us, developing munition capable of disabling them should be one of our highest priorities. Zeigen suggested we look into disrupting the core operating system and I agree, it's a good place to start. Und ich denke, das ist eine Sache, die wir ebenfalls anfangen sollten. Can be highly unstable given the right circumstances, so long we don't push it too far, we could fabricate new types of grenades that would easily surpass the effectiveness of what we've got now. Holy shit. Das wäre natürlich auch übel, wenn wir es schaffen, die Dinger nochmal einen Ticken heftiger zu machen. Meine Frage ist, für was brauchen wir Cores? Also ich denke, wir werden überlegen, eins beides zu machen. Den können wir sofort bauen, das ist auch gut. Damit wir für den Sniper immer etwas haben, wo er sich schneller von A nach B bewegen kann. Ich glaube, das ist clever. Advent Materials Tank Lead us to this lightweight suit, which retains the increased protection of Advent Plating Suite, but also enhances mobility and mounts a grappling hook for fast movement around the battlefield, once by the suit has been added. Blue Screen Protocol. Ich gehe mal davon aus, dass die ab jetzt wirklich anfangen werden, uns immer mehr von diesen verdammten Mechs entgegenzuwerfen. Hinzugehen, Möglichkeiten zu haben, das zu verhindern. Oder halt besser dagegen angehen zu können. Ich denke, ich gar nicht mal doof. Überlegt, in jedem ist ein Mech dabei. Sektorpods tauchen immer weiter auf. Ich weiß nicht, ob der Andromeda als Mech zählt, weil er immerhin eher gesteuert wird. Oder machen wir Experimental Grenade? Ich denke, wir machen Experimental Grenade als erstes. Einfach weil das für mehr Leute nützlich ist als nur Mechs. Jeder hat Granaten dabei, grundsätzlich. Und das kann halt auch an mehr Gegnerschaden anrichten. So, Guerilla School wollte ich jetzt noch gucken. Und zwar, ob wir irgendwelche neuen Sachen noch machen sollten. Das ist auch lustig, dass sie immer wieder auftauchen. Vengeance, Squad mit Dice, Security gewundet. Gain random tactical bonuses for 2 turns. Plus 3 Movement Speed und mehr Drops. Weißt du was? Ich denke, ich fange jetzt hier mal an. Und wir gehen hin und holen uns die neuen Waffen. Aber auch, denke ich, nur eine. Und zwar wirklich erstmal nur für unsere Specialists. Aber weil wir meistens mehr von denen am Start haben. Die anderen holen wir dann mit dem nächsten Supply Drop. Oder wir könnten überlegen, die da oben noch mitzunehmen. Ja. Was haben wir denn? Ein Tag, 2 Tage, 7 Tage. 7 Tage bis zum Supply Drop noch. Das Problem ist wie folgt. Wenn wir hier hingehen, nehmen wir Kontakt auf und dann hätten wir nochmal die, was sind das, 5 Tage, glaube ich, bis wir den nächsten Kontakt aufnehmen müssen, um dann halt diese Basis angreifen zu können. Also was ich zögere, ist nochmal ein bisschen raus. Yes, please. Dadurch, dass wir aktuell halbwegs gut dabei sind, 5 ist zwar fast die Hälfte, aber ich denke, erst über der Hälfte sollten wir ernsthaft uns Angst machen oder Sorgen machen. So, Domination. Permanently mind control an enemy. Oh, permanently. Oh. Das habe ich vermutlich beim letzten Mal überlesen. Denn ich dachte, mind control, ja okay, dann hat man den für ein paar Runden. Ja okay, aber permanently? That's sweet. So, Stasis. Dann für eine Runde. Operative is immune to fire, poison, acid and explosive damage. Grant a bonus action immediately to a nearby... Sweet. Das nehme ich sogar an. Okay. Und jetzt machen wir weiter, um dann gleich wieder angehalten zu werden. Genau. Sehr schön, da kann ich auch weitermachen, denn wir haben keinen weiteren Soldaten
Zur Auswahl. Hier auch sind wir fertig. Damit haben wir alles ausgebaut und machen auch hier einfach weiter. Will likely prove crucial to our ongoing efforts, Commander. Even my own intellectual curiosity is not enough to overcome my doubts as to whether or not it was really a wise decision for our troops to bring this particular specimen on board the ship. Aha. So, Codename Chrysalis. Okay. An inherently terrifying and unpleasant specimen to encounter by surprise. I can only admire our troops for their courage in dealing with a species known as a chrysalid. Mirroring the general form of a common anthropod, immediately noticeable is a sleek armored exoskeleton protecting its segmented body. Of particular concern for our troops are the honed points of the chrysalid fangs and legs, capable of inflicting critical injuries on their own. They also allow for the creature's gruesome means of rapid reproduction in the field. Okay, kannst weiterhin. Also, Central Officer Bradford insists that he witnessed a different, equally invasive means of chrysalid gestation during the earliest days of the war. There is no evidence that such attack still occurs today. Unfortunately, from what he has described, I would say the aliens have actually evolved the process into a more efficient and deadly solution. The chrysalid we see today inject a venom that immediately begins softening the structure of the victim's internal organs, preparing the subject to serve as both the materials for a gestation cocoon and as a ready supply for nutrition for the chrysalid young. Okay, die gehen also nicht in Zombie-Form über, sondern halt gehen sofort zu den Chrysaliden über. Should the victim fail to receive medical support or expire, the cocoon will form shortly thereafter, assuming the cocoon is not destroyed during the initial gestation period. We can expect up to 3 chrysalid young to emerge after an impressive short period of growth. 3 Stück. Holy shit. Ich meine, wenn die Zombies ja schon kamen, gerade bei Terrormissionen im Vorgänger, das war ja schon übel genug, wenn die da 12 verdammte Zivilisten umgeniet haben, kamen 12 weitere Chrysalide, bitte Zombies und dann Chrysalide hervor. Und das war zum Teil auch schon nicht lustig. Recent reports from the field indicate some form of burrowing behavior, perhaps another evolution of past techniques, in this case likely for defensive purposes. Our troops would be well advised to watch where they step in the future. Oder ist übel, ob die vielleicht sogar von dem Boden oder wenn sie halt vergraben sind, auch angreifen könnten. Dass sie wirklich, wenn einer drauflatscht, einfach so zack machen könnten und einen angreifen. The new item available is Hellweave. Hellweave not only grants a bonus to soldier health, but will return damage to any enemy melee attackers and grants 100% chance to set them afire. What? That's actually kinda sweet. So, jetzt haben wir hier ein paar Sachen, aber... Yes, yes. Nope, if anyway. I started to wonder how the Advent administration views our current band of renegades. Do they see us as an actual threat or more of a nuisance? Das ist eine gute Frage, muss ich ganz ehrlich zugeben, denn wir haben zwar Sachen angerichtet, wir haben ein paar Sachen geklaut und mitgenommen, da forscht mittlerweile, aber wir haben jetzt noch nichts gemacht, wo die Aliens, denke ich, ernsthafte Probleme haben werden. So. 9 Tage, aber ich denke, es ist Zeit. Yes. Wir müssen da mal langsam voranschreiten. Okay, dann machen wir hier weiter. Inspire Training. Sehr schön, die anderen sind auch alle wieder von den Wunden wieder da. Und Intel Costs. 100% erhöht. Damit haben wir jetzt 3 aktive Events. Holy shit. Und da geht's einen hoch. Na, okay. Wie gesagt, war ja irgendwann klar, dass es passiert. Continue to make progress on the Avatar project. If we're going to slow them down, we'll need to move fast. Jupp, jupp. Strategic resource located. Ich sollte aufhören, die Dinger zu machen. An illegally operating transport truck broke down in the waste, and upon seeing the Avengers moving in, the driver ran for cover. However, he quickly returned as our squad approached and asked for help with repairs. After our engineers got the vehicle running again, the driver handed over a fuel supply. Super. Damit haben wir jetzt 5 Tage verbraucht. 5 Tage, um 71 Supplies zu bekommen. Danke dafür. Also ich denke, wir müssen uns wirklich merken, wenn eine Anzahl dabei steht, ist okay. Wenn aber dabei steht nur Supplies, dann ist es meistens Schrott. Oder kann Schrott sein. Ich gehe davon aus, dass es ab und zu mal richtig gute Sachen gibt. Aber noch einer? Commander, if we want to set back the aliens' work on the Avatar project,
We should hit one of their facilities as soon as possible. I'm working on it. Aber das Üble ist halt, ich muss mich da erstmal durcharbeiten. Und dementsprechend da hinzukommen ist nicht so einfach. Wir haben hier. Und ich weiß nicht, ob wir hier entlang können. Ja, ich mache jetzt hier weiter. Anders geht's jetzt nicht. Grants a bonus action, genau. Nächste Sache, Soul Steel. Soul Fire transfer of half of the damage done back to the... Oh, yes, please. Okay. Incoming message for you, Commander. Patching it through to your quarters now. You have made considerable progress against the aliens over the past month, Commander. I hope that your ongoing efforts will only lead to further success. Okay, aber da braucht... Also hier ist wirklich einfach nur so, hey, das haben die geschafft, aber kein Vor- oder Nachteil in der Hinsicht. Okay. So, was haben die? Incorporates Viper Poison into their weaponry, giving some advanced soldiers poisonous rounds for a month. What? Stifles the movement of resistance resources, decreasing the supply. Und das können wir uns leider nicht angucken. Well, fuck. Ja, hier das zum Beispiel ist bei Weitem besser, weil wir wissen, was dahinter steckt. Okay. Wir haben ein bisschen mehr Geld. Was bedeutet, dass wir auch gleich wieder investieren. Yep, wenn wir wissen, dass wir es brauchen. Nicht anders. Sehr schön. Dad sacrificed the only thing he had left to get this ship off the ground. And I won't let it be for nothing. She might be a little worse for wear right now, but with some new schematics and a little elbow grease, she'll be the toughest thing in the sky. Alright. Das ist manchmal extrem übel, dass sie da immer wieder labern. Klingt zwar doof, ist aber so. Guten Tag. Regional contacts located. Yep, und damit haben wir New Indonesia. So. 100 fucking 20. Wow. Yep. Deswegen ist relativ klar, dass wir das jetzt hier so machen müssen, weil wir haben die Intel-Kosten dafür nicht. Central, Commander, excellent. My analysis of the fragmented codex data is almost complete. The information I've uncovered so far outweighs the loss of the Shadow Chamber, as you'll see. Is that an Elder? Haven't seen one in at least a decade. Yes, and I believe I now understand why. The Elders appear to be afflicted with an aggressive form of tissue degeneration, rapid muscular atrophy, to a degree I had not even thought possible. So they're dying. Sounds like our job just got a whole lot easier. As with most things involving this adversary, it's never quite that simple. The Elders have been aggressively searching for a cure to their condition for centuries. Each time they encountered a new species, they procured what genetic information and material they required and moved on to the next world. Until now. I believe they found something in us. Something important enough to cause them to take root. A cure? Not that I can determine. Several key files were previously deleted as part of something called the Avatar Directive. Avatar. We need those files. Were I to gain access to a fully functioning codex, I might be able to recover them. Or blow the entire ship to hell this time around. I didn't say I needed the creature here, Bradford. I am confident I could access the unit remotely, provided your soldiers can get close enough to it in the field without destroying it first. That we can arrange, Doctor. Oh, boy. Objective added. Yep. Use a Skulljack item on a Codex alien in combat to gain access to restricted data from the Avatar Project. Oh, boy. Oh, boy. I'm keeping tabs on all our operations, Commander. Our people are standing by for your orders. Codename Enigma.
With time set aside to further analyze the data fragments left over from our initial code experiment, I have finally managed to crack the code, and the resulting data is perhaps more valuable and shocking than I had expected. I understand now why the Codex was willing to sacrifice itself to protect this information. In the shadows, the alien overseers, known as to us as the Elders, oh, here wieder, have continued to work in secret since the very beginnings of Advent. Although Central Officer Bradford tells me that no one has seen an Elder in the flesh for over a decade, we continue to see movements in their likeliness throughout these city centers. This is because they never left, they simply fell into the shadows, focusing their efforts on a more dire concern. The Elders are dying. Among the diverse and widely varied alien specimens we've encountered, the Elders are uniquely afflicted by some form of rapid muscular degeneration. Their physical forms are no longer capable of containing the psionic energy that is the Elders' lifeblood. Just as we have encountered these unique alien species in the field, at some point in the past the Elders encountered them as well and used them in an attempt to cure this plague among their own kind. Fortunately for them and for us, it seems they have never found this cure, and now it appears they are looking to use humanity as their next candidate. Oh boy, lass mich raten, dieses Avatar-Projekt ist dann eine Kombination aus denen und uns Menschen. Also sollten wir gucken, dass es nie passiert. So, halt, ich will gucken, ob wir hier noch was anderes machen können jetzt. No available. Alles klar. Greetings, Commander. Greetings. So, wir haben 6 Tage, 7, 13, 6 und 7. Ich würde eigentlich lieber die Plasma Lance machen, aber Beam ist vermutlich wichtig. I'll see that work begins immediately, Commander. I'll contact you when I have a full report available. So, wir müssen überlegen, ob wir was anders angehen. Und zwar... Hello, Commander. Hello. Wir könnten überlegen, ob wir nicht noch einen zweiten... Haben wir nur einen Skulljack? Baut mal die Dinger woanders? Bin ich jetzt doof? Alles möglich. Alles möglich. So, das dauert noch einen Tag. Sehr schön. Hier bauen wir die Skulljacks. Genau. 50 Supplies und 14 heilige Tage, okay. Skull Mining, as if the Skulljack itself wasn't invasive enough, Tigon has conceived of a more thorough means of extracting information from advanced soldier ships. This new Skull Mining technique could lead the new intel gains from our enemies and could even grant access to hidden alien facilities for the purpose of sabotage. You can also upgrade our Skulljack to significantly enhance the hacking ability of any soldiers carrying one. Das sollten wir vielleicht als nächstes überlegen. Das ist jetzt echt doof. Wir haben mehrere Positionen, an denen wir definitiv arbeiten sollten. Okay, da müssen wir als nächstes hin. Dann greifen wir das Ding an. Und jede weitere Mission müssen wir jetzt mit dem Skulljack herumrennen. Und hoffen, dass wir das hinbekommen. So, the addition of the corrosive chemical additive to our standard frag grenade result in a small explosive that is especially effective at removing enemy armor. Oh. Targets will continue to suffer persistent damage as the acid clings to them and continues to eat away at the surface it touches. One acid grenade has been added. One. Wollte mir damit sagen, dass die Dinger nicht dauerhaft sind? Dass nur einer sie ernsthaft nutzen kann? Oder das wäre ein bisschen wenig. Aber, ich gehe mal in die falsche Richtung. Yep. Wir starten mit dem nicht zweiten Skullset, sondern Skull Mining. Okay. Schicken wir noch einen rein. Das Ganze nämlich weniger Zeit beansprucht, ist es nur gut für uns. So, und ich glaube, wir können da halt nichts sonst irgendwie machen, ne? Ja, okay. So. Fällt mir alles wirklich noch nicht so wirklich, aber gut. Communication from the Resistance. Commander, the Resistance Council has a new high-priority mission. Help. Okay. So, was haben wir denn? Wir bekommen einen Engineer und 91 Intel. Hey, sweet. Rescue VIP vom Advent Vehicle. Das ist also nicht ein, den wir umnieten müssen. Also bekommen wir einen Elite Officer, Elite Shieldbearer, Elite Lancer, Codex, Sectopod und Elite Trooper. Setting course for Sector 6, Eastern Europe.
Commander Tigan and Shen aren't going to be happy if we don't put the Skulljack to good use. We should have one of our soldiers equip it before they deploy. Ja, das ist ja klar. Die haben zum Teil schon ihre neuen Waffen am Start. Das ist natürlich sehr angenehm. Okay, okay, okay. Difficult. Aber ein Sektorpod dabei. Ich überlege, was wir anders machen können. Wen könnte man mitnehmen? Wir könnten überlegen, einen weiteren Grenadier mitzunehmen. Wir haben aber noch einen weiteren Ranger am Start. Der auch nicht zu verachten ist, ne? Also so ist nicht. Was hätten wir denn? Wir hätten Specialist. 1, 2, Sharpshooter, Grenadier. Ich denke, wir werden hier einfach ein bisschen durchwechseln müssen. Und zwar, wir nehmen dich mit. Lassen dafür... will ich die Besten mitnehmen? Ich will natürlich auch ein bisschen gucken, dass wir halt ein bisschen durchwechseln. Vielleicht lasse ich mal ganz bewusst... Darf ich mir erlauben, Bones zurückzulassen? Darf ich mir erlauben, Schattenmensch zurückzulassen? Ich denke, die erste Sache, die wir gucken sollten, ist... Ist diese Granate tatsächlich einmalig? Ist sie tatsächlich, aber vielleicht ist sie gar nicht mal falsch. Entsprechend überlege ich, mache ich so und so. Ich meine, ich muss dich irgendwann mitnehmen. Dementsprechend, das sollte klar sein. Dann gucke ich als nächstes mal ganz kurz. Du bist der Specialist, den ich gerade rausgenommen habe. Ich überlege halt, was man anders machen kann. Darf ich mir erlauben, Schatten zurückzulassen? Ich würde definitiv Fricken weiterhin dabei haben als jemanden, der sich dann um das Hacking kümmert. Eine Frage muss ich jetzt einfach mal kurz beantworten. Der nächstbeste Specialist ist hier, Rally Over. Was bist denn du? Aid, Protocol und Hack. Okay, du hast einfach in der Hinsicht noch nichts. Ich traue mich nicht, den Heiler nicht zu nutzen, aber ich muss es eigentlich schon fast überlegen. So, Grenadiere. Mal ganz kurz nochmal gucken. 1, 2... Bin ich zufrieden mit der Hinsicht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich meine, es ist nicht so eine schwere Mission. Vielleicht erlebe ich mir aber auch einfach einen anderen mitzunehmen, dass ich einfach Torch mal ganz kurz zurücklasse und einfach einen anderen Grenadier nehme. Oder? Vielleicht nehme ich einfach einen anderen Grenadier mit. Der nächste wäre hier, Phoenix. Der kann auch drei Granaten haben. Naja, ich denke, ich werde das so machen. Sniper. Weißt du was, ich nehme auch einen anderen Sniper mit. Werde ganz kurz noch eine andere Sache dann gleich machen dürfen. Und zwar Make Utility Items. Yes. Damit du den Scanner bekommst. Sehr schön. Und allzu viel mehr will ich mir dann gar nicht mal trauen. Frage ist, ob wir zwei Ranger überhaupt brauchen. Also ich nehme einen neuen Specialist mit. Und du bist derjenige... Achso, ja, dich muss ich erst rausnehmen. Okay. Jetzt. Dann bist du der Heiler. Alles klar. Und mehr darf ich mich da nicht trauen. Dementsprechend nehme ich dann... Ja, daneben geklickt. Zu guter Letzt dann nochmal einen Grenadier mit. Und zwar nehme ich dich. Ja. Okay. Tut mir leid, dass es immer ein bisschen länger dauert, aber ich würde das natürlich clever durchplanen. Und auch gleichzeitig zeigen, wenn es nicht zu lange dauert, logischerweise insgesamt, was ich mir dabei denke. Grenadier, 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 Specialist, Specialist, Sharpshooter, Ranger, Ranger. Etwas? Also beim letzten Mal hatte ich statt zwei Ranger drei Specialists dabei, genau. Okay, wir haben Heiler, wir haben Hacker, wir haben Scharfschütze, wir haben drei Leute mit Kaboom, Kaboom. Okay. Klar sind da so ein paar riskante Sachen dabei. Aber ich riskiere es einfach mal. This
spokesman just sent word of a friendly VIP recently captured by Advent who's being moved through this area on one of their transport vehicles. We're heading in to get a drop on the transport and free that captive. Expect hostile resistance. Secure the area and clear out anyone who stands in your way. Und es ist eine Sache, die ich mich auch gefragt hatte, nachdem ich mir die Sache mit dem Skull Mining da nochmal durchgelesen habe, ob es nicht ein Fehler war, nicht häufiger zu versuchen, Skull Jacks einzusetzen. Einfach weil ich das Gefühl habe, dass man dadurch sehr gut an Intel kommen könnte. Die Frage ist halt nur, ob man damit dann stets halt irgendwelche verdammten Codexe spawnt. Confirmed location for the VIP. Move to rendezvous. Eliminate all hostile contacts. So, dann haben wir die Sache. Die Sache mit dem Skulljack auch am Start. Das ist eine Mission, die eine Sache, die wir nicht machen müssen. Aber jetzt eine weitere Sache ist, die wir irgendwann erledigen müssen. Okidoki. Tankstelle in der Nähe. Da ist ein Gebäude, aber das ist auch das ist scheinbar alles eher low vom. Da ist ein Turm. Vielleicht muss ich überlegen, den Sniper da hinzubringen. Beginnen wir mit denen, die erstmal ein bisschen weiter vorne stehen. Wir sind konziert, das heißt also, da haben wir auch so ein bisschen Glück. Dürfen uns theoretisch auch so ein paar Schritte mehr erlauben. Jedoch bin ich mir einfach nicht sicher, wie viel mehr denn in Ordnung ist. Ansonsten hier ist die Grenze, okay. Dann würde ich sagen, als allererstes... So, was hast denn du noch? Cool Under Pressure, das ist der Class Skill, genau. Fatal, dir geht's gut, du hast dein Shaken verloren gehabt, ne? Genau. Du geh mal hier hin. Das geht, Murphy. Wehe, du Drecksack, bist ein Gegner. Okay, das Gute ist wirklich, dass sie ihre neuen Waffen haben. Das sollte nochmal helfen. Ich hasse das, wenn die da im Weg stehen. We will not be hindered. Ja, ihr werdet nicht behindert, alles klar. Ah, das Rumgeschrei. Wie kleine Babys. So, du siehst nichts, also gehst du hier hin. You're rushing me. Für die Mission, ja. These jerks are in for a world of pain. Okay, damit haben wir da drei entdeckt. So, als nächstes du. Ich könnte dich schon mal hier hinschicken. Da weiß ich, hier ist... Ah, so weit er durchläuft, okay. Hast nichts zu sagen, auch gut. Okay. Dann rennst du, denke ich, auch sofort hier. Ne, du kannst auch nicht dahin. Go! Geht in Ordnung. Du rennst dahin. Gesundheit. Oh, ich hätte Kata noch den neuen Suit anlegen sollen. Wow, habe ich das doch was vergessen. Go! So, noch einen Schritt weiter. Ja, von mir aus. Oh boy, die kommen... die gehen nach oben. That's a problem. Ein Sektorport ist auch ein Problem. Jupp. Okay, die sind jetzt da oben. Das ist extremst doof für uns. Du. Ah, du könntest da aber jetzt hoch, aber das ist mir halt einen ersten Schritt zu riskant. So, erster Schritt, zweiter Schritt. Okidoki. Du. Wo will ich dich hinstellen? Als erstes denke ich, müssen wir die Tür aufmachen. Darf uns das riskieren? Ich denke, das größte Problem ist eh, dass wenn wir da reinlaufen, dass die uns eher Probleme bereiten. Aber wenn wir nicht reingehen, könnte es passieren, dass die von oben kommen und wir einfach nur dastehen. Doof dastehen ist das Wort. Wir könnten hier hingehen, das ist Full Cover. Ah, ja. Denke besser als gar nichts. Du, lauf einfach mal auch hier hin.
Du bleibst draußen, denke ich. Du gehst rein. I'm a bad, bad man. Gesundheit. Go! Du gehst dahin. Und du gehst bitte hierhin. This way. Du übernimmst einfach die Position, falls da was ist. Okay. Trigger fingers all itchy. Party. I'm ready. Du. Du könntest da weiterrücken. Aber, ich bin mal ganz ehrlich, drückst hier hin. Ich denke, ich werde es wirklich so machen, dass du hier bei der Gruppe bleibst. Und nur Sniper und Skillis als Kombination da bleiben werden. Einfach aus Sicherheit. So, kannst du da hoch? Du kannst da hoch. Aber was ich vorher testen will, ist, dass du das hacken kannst. Ja, kannst du. Squad Integrated Comms. What's that? Soldier gains squad side for 2 turns. Okay. Holy fucking Spiel, hallo? Das war gerade so. Meine ich, es kann jetzt natürlich sein, dass wir in diesen 2 Runden das so überhaupt nicht nutzen können. Aber es ist lieber als gar nichts. Okay, du kletterst jetzt da hoch. Und dann möchte ich, dass du hier eine Granate hinwirfst. Und zwar ein Battlescanner. Oh boy! Ihr seid ja in lustigen Positionen. Da sind gleich mehrere auf einem Fleckchen. Das ist gar nicht mal lustig. Und ich denke, das ist dann auch ganz klar. Das sind 4, okay. 4 plus 2. Und die 2 sind Zivilisten. Du wirst hier hinterher rücken. Yes, I go. Denn sich nicht auf diese Situation vorzubereiten, könnte bösartig enden. Okay, wie folgt, du gehst hier rüber. Du. Du rückst da. Wenn das Spiel mich lässt, gehst du dahin. Du gehst rein. Du rückst hier hin. Go! Now we play the waiting game. Solid copy. Right. Die Überlegung ist mit dem nächsten. Mit der nächsten Runde dann. Oh. Okay, die gehen extremst weit. Weiter als ehrlich gesagt erwartet. Okay, lustigerweise jeder könnte darauf reagieren. Das ist echt doof. Denn wenn ich mit dem Sniper schieße, was super wichtig wäre, aber wenn er schießt, dann würden sich alle auf den konzentrieren. Mit anderen Worten, die würden alle da eher in die Richtung rennen. Und das ist etwas, was ich mir nicht erlauben darf. Was bedeutet, dass einer von den Kollegen den ersten... Ja. Das müssen wir wirklich tatsächlich so machen. Und am besten so, dass wir vielleicht nicht... Ja, dieses Cover sollten wir vielleicht am Leben erhalten. Ja, sehr gut. Blaze of Glory. Der Witz ist, dass sie sich im Endeffekt auf den konzentrieren, der Sniper dann halt aus einem anderen Winkel, die dann halt sicherer treffen kann. Und die alle überlebt, das geht auch in Ordnung. Wir müssen einfach nur aufpassen, dass wir meines Erachtens eher auf den Lancer als erstes zielen. Ich weiß leider nicht, wo der letzte Drecksack da ist, also der Sektorpod. Klingt eher so, als wäre der hier oben bei dem Fahrzeug. Mir geht an sehr interessante Punkte. Gar nicht mal so lustig. Denn ich hatte mir gewünscht, dass ihr vielleicht woanders hingeht. Und von hier aus kann sie nicht allzu viel anrichten. Frage ist, ob man sich hier theoretisch schummeln könnte. Irgendeiner von euch, die hier so sieht. Wahrscheinlich nicht. Okay. Okay, das Wichtige ist, denke ich, dass wir den als erstes ausschalten. Wenn wir das hinbekommen, dann haben wir Leute zum Flankieren. So. Du könntest dorthin gehen. Aber das ist mir riskant, weil der Kodex ist da oben. Du bist zu weit weg für auch nur ansatzweise irgendwas. Du könntest deine neue Granate probieren. Ne, du hast nicht die neue Granate. Nevermind. Der ist da unten.
Oh shit, wenn ich da hingehe, ist es super riskant, ist den nächsten Trigger. Oder auch nicht? Okay, das Ding ist irgendwo da. Oh, achso, der sieht nur die. Ernsthaft? 74? Bitte macht es mal. Ja, so muss es laufen. Okay. Das Ding ist irgendwo hier. Oder da. Oder dort. Oder in dem Fahrzeug mit drin. Who knows? Geh mal hier hin. Okay. Hier geht es auch so ein bisschen darum, einfach zu testen. Okay. Das ist natürlich auch ein Problem. Du könntest da hingehen. Was hast du davon? Also ich habe das Gefühl, dass wir den wirklich nur mit Sprengung da wegbekommen. Was natürlich auch nicht angenehm ist. Vielleicht kriegen wir das so hin. Ja, warum nicht? Sehr schön. Das war nämlich wichtig, damit haben wir das Fullcover behalten, aber ihn in Flankiermöglichkeiten gebracht. Yes. Okay, dann kannst du dich dahin trauen. Roger, I got it. Triffst du da jemanden von? Yes. Dann triffst du den mit den besseren Chancen, bitte. Oh, damn. Sehr schön. That's a kill. It is. Wunderbar, okay. To die ignorant of your rival's location is a tragic end. Okay, auf den nächsten Angriff vorbereiten. A snowball has a better chance in hell than your sorry hide. Du. Ich denke Overwatch. In the pain! Mhm. Aha. Das ist mir zu wenig. Das ist mir über Weiten zu wenig. Okay, wer von euch traut sich? Du traust dich dahin. Yes. Wo zur Hölle ist das Ding hin? I don't know. I really don't know. Move out. Ach, du Scheiße. Problem. Sehr großes Problem sogar. Kann ich dich dann nochmal wegbewegen? Könnte ich theoretisch. Ich denke, das Problem ist relativ offensichtlich. Und zwar nicht das Problem, sehr viele verdammte Kodexe, die sich multiplizieren können, wenn sie lustig sind. Genau. Die beste Möglichkeit wäre einfach so zu ballern und dann ihn weglaufen zu lassen. Ja. Doof. Aber das Beste, was wir hier machen können, denke ich. Ja. So ist sogar noch besser, dann bleibt die Ecke. Du bist flankiert, das ist klar, aber das ist nicht schlimm. Du bist eh unbewegt. Einer wurde umgenietet, gut. Der zweite war leider weit genug weg, um noch einen Klon erstellen zu können. Well, fuck. Eine interessante Position. Damit können wir nämlich auch arbeiten. Denke ich. Das bedeutet nämlich, du wirst den nächsten darüber verdammt nochmal ballern, wenn es geht. So. So. Mach den platt. Schön. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen blöd, was ich hier mache. Ich bin mir dessen bewusst. Mein Problem ist halt einfach nur, dass ich nicht weiß, wie ich gegen die angehen soll. Dementsprechend, dich entferne ich. Prozent. Du hast keine Ausrede. Ah, du darfst da nicht rüber. Ich würde dich aber da ganz gerne hinschicken.
Ich höre dich, sehe dich aber weiterhin nicht. Furchtbar, unangenehm. Mein Problem ist vor allem ebenfalls, dass wenn ich den jetzt nicht besiegen sollte, um halt zu hoffen, dass ich ihn irgendwie mit Dings kriege. Wenn ich jetzt in Overwatch gehe, kann es passieren, dass er einfach drauf geht. Aber durch die Masse an Gegner. Könntest du da hingehen und mit dem Skyjack das versuchen? Das ist super riskant. Weil ich nicht weiß, wo der nächste ist. Du musst da weg. Du musst hier hin. Okay, also ich werde jetzt, denke ich, doch einfach Overwatch gehen. Riskiere es jetzt einfach mal, dass, wenn der sich hier zu uns teleportiert, dass er drauf geht. Okay, das war jetzt nicht der größte Teleport. Das war so klar. Meine Frage ist, ob sich das nochmal traut zu explodieren. Traue ich mich, den Skulljack einzusetzen? Frage ist, wenn das nicht funktioniert, was dann? Wie, du siehst den nicht. Du siehst den. Oh, nicht gut. Also ich denke, ich muss es einfach riskieren, dahin rennen zu lassen. Mein Problem ist wirklich, dass man nicht selber bestimmen kann, wie der läuft. Das hat funktioniert. Oh, shit. Ja, okay, ist eh Wurst. Hier geht's wirklich rein nur darum, halt das zu 100% zu schaffen. Alles andere ist Wurst. Hier, versuch's mit den 5%. Ah, schade. 12 wäre vielleicht sogar hinbekommen. Egal. Okay, what the fuck is this? It's Raiden. Commander, I believe we are seeing something entirely new. An alien species that has so far managed to elude capture or observation by resistance forces. I strongly advise a cautious approach. Ich werde Granaten gegen dich werfen, als gäbe es keinen Morgen. Aber weil wir halt sonst jemanden haben, der vielleicht drauf geht. Und das Ding ist da oben, ist mir Wurst. Ja, ihr habt beide Shredding, das ist in Ordnung. Grenade out. Wir haben noch genug Granaten, das geht also auch in Ordnung, los geht's. Kaboom, kaboom. Yes, so muss das sein. Nächste Granate. Da. You ass. Bleibst du hier? Und man sieht wirklich, der hat die Elder da zu sehen. Jop. Ja, das Fahrzeug hat ihm vermutlich keinen Schaden gemacht. Doch. Okay. Es war doch ein Ticken Schaden. So, das Ding kann jetzt leider nicht... Weißt du was, rück aber näher. Ich will, dass du das Zeug mitnimmst. Kannst du das theoretisch sehen? No, scheinbar nicht. Wäre eher cool, wenn du das mitnehmen würdest. Kann ich mich so hintrauen? Ja. This way. Ihr seht alle nix. Roger that. Okay, du rückst da raus. Aus Sicherheit einfach... Du... Was kannst du hacken? Ach, die Tür. No. Nimm das Lot erstmal mit. Core. Data Cage. Schön. Und noch ein Core. Und irgendwer, das umgekippt ist. Okidoki. Und du... Rennst, denke ich, ja, nicht zu weit, nicht zu weit. Das wäre nämlich schön dumm, den jetzt irgendwo hinrennen zu lassen und dann auf einmal Sachen zu triggern.
Das sollten wir verhindern. Dementsprechend gehen wir nur hier hin. We do things on my time, not yours. Lock and load. Und du, wirf mir bitte Scanner hier hin, bitte. Und gleich drei Dreckskinder. Okay, das sind vier Scanned. Also wir wissen, da drin ist definitiv ein Mensch. Denn ich hatte jetzt wirklich kurzzeitig die Gefahr. Oder zumindest gedacht. Okay. Dass vielleicht tatsächlich so ein Sektorpod da drin ist. Aber der Sektorpod ist irgendwo anders. Irgendwo. So, was kannst du noch hacken? Du kannst die Tür hacken, aber das ist mir zu riskant. Das ist mir viel zu riskant. Okay, da ist ein weiteres Ding, das wir hacken können. Geh mal ruhig dorthin. Ich glaube, es sind 11 Gegner in der Mission, hieß es, ne? Da könntest du natürlich auch hin. Das Ding ist eh schon abgebrannt. Weißt du, geh einfach dahin. Einfach durchgelaufen, okay? Warum kannst du das nicht sehen? Hat der Hacking von... Nee, eigentlich haben sie alle Hacking. I'll cover you. Gut. Kannst du da durchlaufen und dir den... Ja. Kann einfach durchlaufen, gut. Lock, load, rock on. Du kannst dahin. Gesundheit. Waiting. Weiterhin niemand. Deswegen hatte ich so ein bisschen Angst und überlege jetzt auch gerade, wie man es am besten macht, ohne zu viel zu rushen. Aber hier ist kein Schwein. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. So, ich denke aber trotzdem, dass es jetzt ganz clever ist, ein paar Leute schon mal hier so rüber zu schicken. Man's gotta do what a man's gotta do. So, du bist hier, genau. Du kannst theoretisch auch noch einen Ticken weiter. Dementsprechend gehst du hier hin schon mal. Und lädst nach. Lade ich mit dir nach? Na. Aber mal Long Overwatch. Was mit dir? Nichts. Alles gut. Das sah nämlich aus, als wäre gleich was mit dir. Okay, wir wissen, dass die nicht sind. Das Ding ist vermutlich irgendwo hier. Hier sind so verdammt viele Leute am Start. Aber ihr habt gesagt, das sind alles ganz normale Menschen. Keine verdammten Faceless. Enemies approach. Oh, du stehst auf dem Dach. Hi. Du springst runter vom Dach. Noch weniger cool. Okay, ich denke, es ist relativ klar. Wir ballern jetzt einfach hier los. Und hoffen dabei, zumindest schon mal den Lancer umzunieten. Denn ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mir die immer noch als größeres Problem dastehen als... Yes. Als die anderen. Du siehst den und den theoretisch auch, aber halt ganz schlecht. Acid wäre interessant. Oh, du könntest es sogar hinbekommen. Lass mal was gucken. Und zwar, ich glaube, es wäre cleverer, wenn ich aufhören würde. Ich liebe es, mit Tab durchzuwechseln, weil es super angenehm ist, aber ich stelle mich dabei immer doof an. Also was, mach mal Run and Gun. Run, little sheep. Run, it's the big bad wolf. Und so. Hehehe. Wunderbar. Okay. Auch du? Machst du auch einen Run and Gun? Ich weiß nicht, was ich davon habe, dann muss ich ganz ehrlich zugeben. Du jedoch, du rückst vor. Du machst es so, dass du ihm auch noch das Cover entfernst. Oh yes. Was ist das für ein Feuertornado da? Holy shit. Ja, schön. Und auf einmal hat er keinen Schutz mehr. Tee. Mit anderen Worten, Sniper, go! Was? 61? What?
Also sie muss definitiv noch ein bisschen an ihrer Genauigkeit arbeiten, denn das ist mir zu wenig. Aber getroffen. Okay, geht in Ordnung. Okidoki, weißt du was, du gehst so hin. Du gehst so hin und... All take more damage. Oh, yes. Dafür haben wir den Spaß. Let's go. Zehn Schaden nochmal oben drauf. Yes. That's amazing. Du könntest theoretisch nochmal Hacking machen. Achso, nee. Aid Protocol will ich nicht. Du kannst die Tür aufhacken, das ist mir okay. Das brauchen wir dann nicht. Probier's. Sweet, 9 Schaden. Okay, damit sind wir jetzt auf einem guten Bereich angekommen, wo wir jetzt hier ruhig vorrennen können. Ihr rennt alle weg, das ist auch gut. Nope, du gehst einfach nach Overwatch. Und du rennst hier hin, dass falls er irgendwelche Granaten oder ähnliches hat, dass die nicht sofort getroffen werden können. Nur weil sie in der Nähe sind. Aber wir haben jemanden, der theoretisch reagiert. Und der muss reagieren, weil er komplett offen steht. Tehi. Holy shit. Zwar nicht getroffen, aber trotzdem holy shit. Und der geht einfach an Overwatch, was natürlich für ihn nicht sonderlich hilfreich sein wird. Könntest du da einfach... Nope, du kannst da nicht einfach durchlaufen. Was zu erwarten war, aber halt, you know. So, Weißt du was? Probier's einfach. Das wäre das Angenehmste. Wunderbar. Okay, wunderbar. So. Du gehst hier rein. Scheiß aufs Glas. Das ist zu modern, um Geräusche zu hinterlassen. Attacking! Attacking! So. Ist klar, wir wollen mitnehmen und da hoch. Das bedeutet. Wir wollten das gut vorbereiten. Oh, das ist Vollcover. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Feuertornado ist immer noch dort. Okay. Okidok. So, du musst hier hin. Fashion, schön und gut, aber das Problem ist Rescue VIP, Extract VIP, Extract All. Okay, es geht nicht um Gegner in erster Linie. I'm gonna send you some long distance love. Okay. Ich denke, es ist relativ klar. Bad man. Waiting. Trigger fingers all itchy. Klar wird sein, dass frickin' derjenige ist, der das Ding aufmacht. Aber... We're good. Keep moving. Ich würde sagen, dass... unser Ranger... Watch out! Das ist immer fies, weil er da anhält. Ich dachte, jetzt explodiert das Ganze irgendwie. Okay, du bist derjenige, der die dann halt mitnehmen wird. Du wirst es... Wirst du das hacken? Weißt du was? Nee, nicht, mach mal nicht mal du. Mach mal du, bitte. Oh. Facility. Oh. Tut mir leid. Ah, Facility Lead. Das musst du machen. Und tatsächlich die Chance haben, eine weitere Facility zu finden. Wenn wir vielleicht Glück haben, ist die sogar in der Nähe von uns. So, mal gucken. Haben wir Scanning Time to do es? Nö. Ja. Ich weiß, es ist natürlich fies, mit jemandem ranzugehen, der das so richtig gut kann, aber. Genau. You know, ich nutze es einfach aus. Zu 100%. Yes! Plus 5 Hacking, bringt ihm zwar nicht mehr 4, aber gut. So, das Lustige ist, die Tür ist jetzt natürlich weiterhin noch nicht offen. Was bedeutet, du gehst da jetzt hin? Und ja, du kannst leider nicht einfach reinlaufen. Doof, aber ist so. Aha! Reinspringen, kein Glas zerstört. Rausspringen, Glas zerstört. Kein Glas drin? Doch, nein.
Menace 1-5, Status confirmed. VIP is in tow. Proceed to the extraction point. So, muss ich die jetzt mitnehmen oder kann die einfach laufen? Die kann einfach laufen, okay. Ist natürlich auch super angenehm. Ja. Lauf ruhig mal einen Ticken mehr. Und ich denke, das werde ich mit allen jetzt bereits machen. Die alle schon so ein bisschen darüber zu bewegen. Und ich merke, dass ich da ein Mädchen hinten stehen habe, das vielleicht einen Ticken weit entfernt dafür ist. Vielleicht einen kleinen Ticken. So, ich will logischerweise nicht mit allen bereits extrem weit vorrücken, aber halt schon mit einem paar. Geh mal ruhig hier hin. Hallo. Hingehen. Moment, bist du jetzt einfach durchgesprungen? Und du kannst auch. Ja, dann lauf schon mal. Geh so weit, wie es geht. Sniper ist jetzt nicht so wichtig. Wenn wir ganz ehrlich sind. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Du gehst nochmal hier hin. Einfach nur, um diese eine Situation hier noch im Überblick zu haben. Und... warum habe ich die Taste gedrückt? Ist jetzt nicht schlimm, aber es ist auch nicht okay. Nehmen. Menace 1-5, we're picking up an enemy transport inbound on your current position. Das ist eine Position. Definitiv. Die Frage ist, ob wir vielleicht vorzeitig abhauen können. Vermute nicht. Das große Problem ist vermutlich Catastrophe Ferry, die ganz hinten noch rumurmelt. Ja. Murmel, murmel. Ja, ich brauche dich jetzt als Sniper wiederum. Und zwar, ich will jetzt ganz bewusst so hingehen. Nachladen. Und sie dann hier jetzt hinchecken. Hätte ich es nämlich in zwei Schritte, mit einem Schritt gemacht, statt zwei, wäre das Problem gewesen, dass sie nicht nachladen hätte können. Okay, wie machen wir das? Das ist jetzt vielleicht ein Ticken zu riskant, die da draußen stehen zu haben. Vielleicht muss ich die einfach jetzt hier erstmal reinspringen lassen. Damit ich da die Sicherheit habe. Du rückst vor. Yep, I do. Mir geht es wirklich darum, dass jetzt erstmal die... Da könnte man hoch. Da kann man hoch. Dementsprechend, wenn ich dich da hinschicke, das ist auch nur Half-Cover. Ich weiß halt leider nicht, was da kommt, ne? Dementsprechend schicke ich dich da zwar hoch, aber nicht dahin. So, du rennst so weit es geht. Und zwar dahin. Let's go, let's go! Du rennst auch so weit es geht. Take us to glory. Und du... Du rennst da mal tatsächlich hoch. Du gehst hier hin. Du bleibst dort. Und du rückst dahin. This way. An idle mind is a very right. dangerous thing. I think of violence. Gesundheit? Okay. Bitte lass es nur eine kleine Welle. Fuck, da ist nur... Ist da ein Mech dabei? Nee, da waren nur drei Soldaten. Zwei Lancer natürlich. Aber Gegner, die man schaffen kann. God damn it, it's getting good. Holy shit. Das war zwar nicht getroffen, aber davon willst du auch nicht getroffen werden. Okay, Drecksack. Als erstes müssen wir folgende Sache gucken. Sniper. Kannst du irgendwo... Nope. Du siehst so überhaupt nichts. Das ist ein Problem. So, als nächstes. Wir entfernen von euch den Schutz. Und hoffentlich auch gleichzeitig den Armor. Ja, und als nächstes geht es dann an euer Leben. Das ist zumindest der Plan. Das ist alles leicht doof. Alles leicht doof. Du könntest zwar 1 zu 88% treffen, was natürlich schon gut wäre. Waren das 88? Jo. So, rück du mal hier hin. Denn ich muss dann hier wieder ganz ehrlich zugeben, ich hätte lieber ihn im Feuer als den Warlord, denn der ist natürlich in der gefährlichen Situation dank Shaken. Holy shit.
Wie viel Schaden waren das? 16. Next. 16 ist eine Hausnummer. Wenn du da reingehst, siehst du leider nicht viel. Ja, hier hätte ich wirklich überlegen müssen, ihn einfach weiterzulaufen zu lassen. Gesundheit. Du siehst leider so überhaupt nichts. Wenn ich dich da hochschicke, könntest du da aushelfen. Roger. Geh mal da hoch. Du siehst den nicht. Copy that. God fucking dammit. Okay, nur verzeihbar. Und weißt du was, das werde ich jetzt auch machen. Einfach aus Schutz schmeiße ich mal den Mimikbeacon dahin. Come on. Aus irgendeinem Grund wirft er jetzt den Mimikbeacon nicht. Und ich kann auch sonst nichts. Jetzt kann ich wieder machen. Okay. Was für ein Fehler auch immer es sein möge gewesen. Jetzt ist er nicht mehr da. So. Du kannst das nicht weit genug ballern. Was haben wir noch? Du, 61. Du hast noch eine Granate. Schaffst du nicht. Okay, dann denke ich, geht es jetzt erstmal nur darum, sicherzustellen. Weißt du was, geh schon mal hier. Dass, falls die kommen, dass wir vorbereitet sind. Ja, ich denke, das ist das Beste, was wir machen können. Don't start none, won't be done. Holy shit, der hat vermutlich zumindest kein Gehör mehr auf dem Ohr. Jetzt haben wir natürlich Probleme, die werden da nach... Oh, die schießen tatsächlich auf das Ding. Sweet, und er hat es überlebt. Das heißt, mit ein bisschen Glück läuft der Lenzer auch darauf los. Yes. Na, dem hat sehr gute Genauigkeit. Ich sterbe. Mhm. Okay, 60. Hat jemand eine Granate von euch da oben noch? Die einfach darunter nilp? Leider nicht. Da sind leider. Oh, Moment, Sniper. Sniper. Zu schlecht. Zu schlechte Genauigkeit. Ich finde lustig. Oh, aber sie reagieren drauf. Das geht dann in Ordnung. Okay. Ihr rückt einfach ein vor. Ja, rück du vor. Um sicherzustellen, dass du den auch definitiv besser triffst. Und jetzt auch umbringst, bitte. Hat er das jetzt überlebt? Goddammit. Letzter Versuch für Sniper. Sniper sieht interessanterweise kein Ziel mehr. Sehr beeindruckend. Du, mach mal. Weiß nicht, ob du schon deinen Kill hattest. Aber ich nehme den einfach mal so mit. Okay, wie folgt. Das ist die Äußerste, genau. Wir fangen jetzt schon an, unsere Soldaten hinzustellen. Just go. Now we play the waiting game. Mhm. Just keep moving. Du gehst hier hin. So, wer fehlt jetzt noch? Zwei Personen. Okay, die haben hier genug Platz. So, sicherheitshalber. All die, die noch Overwatch haben können, setzen es ein. Okay. Sehr schön. Oh boy. Das war leicht dämlich, so wie ich das jetzt sehen darf. Dementsprechend läufst du bitte hier hin. Damit du dahin kannst, ohne größere Probleme. Und du hier hin. Ich habe nicht ganz vergessen, dass die VIP logischerweise den 9. Slot da einnimmt. Aber, you know. Lief in Ordnung. Status confirmed. Mission accomplished. Das lief meines Erachtens richtig gut. Und gleichzeitig hatten wir auch neue Soldaten am Start. Also ein bisschen wieder Rotation drin. Obwohl wir dann doch Gegner hatten, die man nicht unterschätzen hätte sollen. Wir hatten den Avatar, denke ich mal, was das sein soll, gesehen gehabt.
Wir hatten Sektorbots. Ja, also ich denke, das ist eine Mission, die zwar nicht die schwerste war, aber eine, die, wenn man dann doch mit der kompletten Rookie- oder Squaddy-Mannschaft rangegangen wäre, extremst brutal gewesen wäre. An impressive performance, Commander. Our troop skills are improving with every deployment. Sweet. So, Death from Above for Quick Draw. Ich denke relativ klar, wir wollen Death from Above. Commander, although I firmly believe the specimen we have recovered is crucial to the aliens' efforts, we currently do not have the means of properly studying it. This body exhibits no signs of decomposition, and initial scans show a disconcerting level of lower order brain activity. Reports of auditory hallucination from the staff that handled the specimen are disturbing, but as yet they are unsustained. Ein paar Sachen wie Facility Lead haben wir bekommen. Sehr sweet. Also man, the recovered Avatar Corpse. Kollege hat sehr fancy hair. Und dazu haben wir mehr Alien Data Cage Decryption bekommen. Und die Autopsie, genau. Another impressive effort, Commander. My expectations were high, and yet you have exceeded them. Holy shit! Killed Avatar, reduced Avatar Project by 3! Holy Macaroni, das ist doch mal richtig geil. Ansonsten einen weiteren Engineer bekommen. Also hier können wir dann auch weiter gucken, wo wir die dann vielleicht einstellen. Und wir haben noch zwei Leute, die Beförderung bekommen können. Und zwar als allererstes haben wir hier mit, ich denke weiterhin Suppression, auch wenn ich es ehrlich gesagt nicht allzu häufig nutze. Aber Demolition ist komplett witzfrei. Ich will lieber mit einer Granate sicher Schaden anrichten und eventuell Sachen kaputt machen, anstatt nur Sachen kaputt zu machen. Wo ist da der Witz? Und du, Rally Over, du hast bisher noch keine Richtung eingeschlagen. Medical or Combat? Wir haben eigentlich schon zwei mit Combat. Ich denke, wir nehmen nochmal einen mit Medical. Alright. Ich denke, damit kommen wir zum Ende dieses Teils. Wir haben einen großen Schritt gemacht mit einer eigentlich mehr oder weniger Nebenmission. Und das ist gut. Gerade vor allem auch Avatar Project nochmal extremst reduziert. Ich denke, das ist jetzt von 6 oder 7 wieder runter. Um 3. Also, sehr cool. Und wir müssen auch logischerweise auch irgendwann mal Charisthian mitnehmen, um zu sehen, wie das funktioniert. Advent is not taking the death of an elder lightly, and in turn have greatly accelerated the final stages of their Avatar Project. A plan is now in place for the rapid processing of all non-essential human life to begin immediately. Oh, das ist interessant, ob das jetzt irgendwas Spezielles getriggert hat. Aber ich denke, wir sind gut dabei. Kann ich logischerweise nicht sagen, weil es auch mein erster Spieldurchlauf ist, aber es sieht nicht so aus, als hätten wir uns allzu viele dumme Sachen erlaubt. Vielleicht maximal mit dem Kontext ein bisschen zu lang gebraucht. Und jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir uns da voranarbeiten. Aber ich denke, insgesamt geht es noch. Ich verabschiede mich auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.